ist der Kobold des Uferfilms. Eine kratzbürstige Komödiantin, die überaus selbstironisch das Publikum zu amüsieren weiß. Jenny Hugo als Eugenie Jenny Walter am 14. Juni 1904 in Mürzzuschlag in der Steiermark geboren, heiratete mit 16 Jahren in Italien den Schauspieler Emo Hugo und geht mit ihm nach Berlin. 1924 erhält sie durch Vermittlung von Erich Pommer einen 3-Jahres-Vertrag bei der UFA und startet zunächst einmal eine falsche Karriere. Ohne Schauspielausbildung wird sie für große, schwere Rollen eingesetzt, für tragische Figuren in tränenschweren Filmen. Mit ihrem romantischen Charme machte sie sich damals schon zum Publikumsliebling. Richtig eingesetzt wird sie aber erst 1927 in der Verfilmung von Karl Steinheims Bürgersatire »Die Hose« mit Werner Krauss als Partner. Jetzt ist sie der Inbegriff des natürlichen jungen Mädchens. Von aller falschen Tränenschwere befreit. Sie ist zärtlich, aber stabil. Sie ist träumerisch, bleibt aber damenhaft. Der aufkommende Tonfilm unterbricht ihren Siegeszug. Vor der Tonkamera bewegt sie sich zunächst sehr unsicher, was ihre fehlende Sprech- und Schauspielerziehung zuzuschreiben war. Aber ehrgeizig wie sie ist, eignet sich Jenny Hugo innerhalb kurzer Zeit eine für den Tonfilm adäquate Sprechtechnik an. Als Jenny Hugo den Regisseur Erich Engel kennenlernt, steht sie am Beginn ihrer zweiten Karriere. Erich Engel, hier ein Jugendfoto, erkannte, dass Hugo mehr auszudrücken verstand, als ihr bisher abverlangt wurde. Es mangelte ihr lediglich am sprachlichen Ausdruck, den sie unter Engels Einfluss zu beherrschen lernte. 12 Filme entstehen bei gemeinsamer Arbeit. Schon in ihrem ersten Film, Wer nimmt die Liebe ernst, lässt Hugo eine Ausdrucksskala erkennen, wie sie bisher von ihr kaum vermutet wurde. Zu ihrem Selbstverständnis als modernes Mädchen, aufgeklärt, skeptisch, lebenslustig und gleichberechtigt sowie aktiv, tritt immer mehr der Komödiendarsteller. Ich tue Ihnen ja nichts. Ich schreie! Haben Sie ja schon getan. Ich hole die Polizei! Auch nicht mehr nötig. Aufmerksamkeit! Polizei! Guten Tag. Ist hier nicht ein Mann durchs Fenster gesprungen? Hier? Was für ein Mann? So also genau habe ich ihn auch nicht erkennen können. War so mittelgroß, mit O-Beinen, glaube ich. Typisches Verbrechergesicht. Hugos nächster Film mit Erich Engel zeigt sie als glänzende Komödiantin. Die 5 von der Jazzband ist eine Geschichte von Musikern, ohne Anstellung und einem völlig unmusikalischen Mädchen, das die Programmnummern der Künstler unfreiwillig aufwertet. In Ordnung. Engagiert! Den Höhepunkt als Star der Groteske und der Komödie erreichte Jenny Hugo als Eliza Doolittle in Engels Filmadaption Pygmalion mit Gustav Gründgens als Professor Higgins. Dank ihrer ausgefallenen Technik konnte sie nicht nur den sprachlichen Entwicklungsprozess vom ordinären Blumenmädchen zur gepflegt artikulierten Dame glaubhaft machen, sondern ebenso die Konsequenz einer geänderten Persönlichkeit. Gefährliches Spiel ist Engels bester Film mit Jenny Hugo.
Eine moderne Fräulein-Else-Story, ohne melodramatische Effekte. Als Tochter eines Gutbesitzers, sorglos aufgewachsen, musste Jenny Hugo hier den Bankrott ihres Vaters erkennen und tut alles, um dies abzuwenden. So sucht sie ihren Großvater auf. Und die Summe, die er von dir verlangt, ist so groß, dass du sie nicht bezahlen kannst? Natürlich könnte ich es bezahlen, aber ich will nicht. Aber Großvater, du kannst doch meinen Vater nicht so ohne weiteres aufgeben. Du musst ihm doch helfen. Und wenn ich bei dir bleibe, für immer, gibst du ihm dann das Geld? Nein. Und du könntest einmal ruhig sterben, nachdem du Karl Erich zugrunde gerichtet hast? Nur weil dein Herz keine Grenzen kennt, willst du mir meinen Vater nehmen? Das ist ein Verbrechen! Hörst du? Ein Verbrechen! Ich will dein Geld nicht! Ich brauche dein Geld nicht! Ich hasse dich! Dich und dein Geld! Lebenstüchtigkeit und Selbstbehauptung in einer Männerwelt. Ohne Verzicht auf die Privilegien femininen Auftretens. Diese bleiben in Hugos Film auch unter anderen Regisseuren dominierend. Na, den da drin wird's bald mulmig werden. Na du, was war denn das? Nur eine Böse. In Josef von Barkis, die kleine und die große Liebe, verliebt sich Jenny Hugo als Duodess in einen Passagier, Gustav Fröhlich als inkognito reisender Prinz. Wieder erwarten wird Hugo nicht zum Spielball männlicher Emotionen, sondern zeigt, wo es lang geht. Sie wollen mir also nicht sagen, warum ich Ihnen so unsympathisch bin. Ach, damit wir was zu reden haben? Hm? Gern. Aber auf Ihre Verantwortung. Tja, es ist Ihre widerwärtige Art, mit Frauen umzugehen. So dieses Siedhafte. Wissen Sie, wie Sie mir vorkommen? Wie ein Heiratsschwindler mit gutgehender Praxis. Ich habe in meiner Praxis aber doch recht beachtliche Erfolge erzielt mit dieser Art. Es glückt Ihnen nicht immer. Ach, sagen Sie das nicht. Gerade die abweisende, bissige Art, mit der Sie mich beehren, ist oft nur Notwehr. Ein bedrängtes Herz, kurz vor der Übergabe. Ha! Sie glauben also, ich falle Ihnen so plötzlich um den Hals. Eine Nachspeise werde ich mir bestellen, damit sich meine Seele freut. Ja, Aubergine, haben wir noch. Oh. Aber Herr, du bist die Krone aller Frauen. Siehst du, das habe ich dir eben schon gesagt. Geh nicht mit. Aber Petri, du bist 10 Sekunden hast du noch Zeit. Ach gut, ich habe solche Angst. In Georg Jacobis Die Gattin schlüpft Hugo als frisch verheiratete Architektenfrau in verschiedene Rollen und hilft dabei, ihren Mann an verschiedene Aufträge zu kommen. Ich war glücklich. Du lieber Gott, da ist er schon. Komm schnell. Setz dich dahin. Ja. Ich mach ihn auf. Ich möchte Herrn Niklas sprechen. Jawohl, bitte sehr. Darf ich behilflich sein? Dankeschön. Ich wollte gerade weggehen. Einen Augenblick kannst du schon noch bei uns bleiben. Der Modetee ist ja nicht so wichtig. Herr Generaldirektor Baumann, meine Frau. Wenn ich den Herrn nicht störe? Nach Kriegsende spielt Hugo in der Rolle der pragmatischen Prinzessin in Helmut Keutners Königskinder noch einmal alle Möglichkeiten ihrer ausgereiften Rollengestaltung aus. 1949 zieht sie sich von der Schauspielerei zurück und lebt in Oberbayern. Sie lebt auf ihrem eigenen Bauernhof. Dort verstarb sie am 30. September 2001.